Hey, guten Morgen, liebe Sorgen, beziehungsweise guten Abend. Es ist nämlich schon relativ spät, 20:49 Uhr. Und ich habe eben gerade meinen Deutschkurs auf Duolingo fertig gemacht. Deswegen muss ich deswegen jetzt mal direkt angeben damit. Hier sieht man nämlich die Oberfläche von Duolingo. Ich blende mich mal oben ganz kurz ein. Crown Level 608. Das heißt, ich habe das also komplett durchgebastelt einmal. Und deswegen schauen wir uns hier diesen tollen, güldenen Lernbaum an, wo ich hier schön rumgewuselt habe über einen längeren Zeitraum. Ich gehe davon aus, dass das sehr bald aktualisiert werden wird, dann wird es wieder neue Übungen geben. Aber das ist etwas, da bin ich halt wirklich ein bisschen so, alleine weil es halt eine Fleißaufgabe ist, ganz froh drüber, dass ich das halt schön beendet habe für mich. Und deswegen muss damit halt natürlich auch ganz klein angegeben werden. Hier unten siehst du dann die kleine güldene Eule mit dem Deutschland, Schal sieht aus wie so ein Fußballfan und das ist es eigentlich auch schon. Dann komme ich mal zurück ins Bild, rutsche mich hier hin und sage, Duolingo ist eigentlich ziemlich cool, das macht ganz großen Spaß. Deutsch ist für mich ein Kurs gewesen, den ich von Englisch aus gemacht habe. Das heißt, ich habe damit ein bisschen Deutsch wiederholt und ich habe damit vor allen Dingen auch Englisch wiederholt, weil es ist ja im Grunde egal, ob man von Englisch nach Deutsch oder von Deutsch in Richtung Englisch übersetzt. Die Übung ist auf jeden Fall vorhanden. Und bei mir geht es halt mit Esperanto weiter. Ich habe auch noch Schwedisch auf dem Zettel und Französisch. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Das hier ist mein Abspannbild. Ich wünsche allen ein ganz tolles Weihnachtsfest, besinnliche, friedliche Feiertage. Ich werde weiter Spaß haben und wünsche auch gleichzeitig noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.